Hallo lieber Schütze, hier kommen deine Sternzeichen-Quickies für die neue Woche, die Woche vom 21. bis 27. August 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten für die neue Woche und wir schauen mal rein, was sie dir sagen wollen, was so ansteht für dich. Diese Kartenlegung ist für dich, wenn du den Schützen hast im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in seinem Mondzeichen. Na, dann gucken wir doch mal, was hier so los ist. Haben wir für den Schützen. Es geht darum, den Glauben an dich selbst oder an eine Sache zu behalten, zu stärken, denn alles ist möglich. Und mögliche Einschränkungen sind halt nur da oben, aber nicht in der Realität vorhanden. Alles, womit wir uns selber im Weg stehen, sind unsere eigenen Begrenzungen oder auch die der Menschen um uns herum, dass wir die mit aufschnippen. Aber wisse, if you can dream it, you can do it. Alles ist möglich. So, und dann schauen wir doch mal, was das Tarot uns hier für den Schützen mit auf den Weg geben möchte, was denn alles möglich ist oder was dir dabei helfen kann, alles als möglich zu erachten. Was haben wir denn hier? Der Schütze macht sich ein bisschen Sorge darum, dass wenn er irgendetwas loslässt oder wenn irgendetwas über ihn hereinbricht, ob er dann damit umgehen kann. Also auf der einen Seite, ich habe hier die 5 der Kelche und ja, und sie schaut hier auf diese Kelche, die ausgeschüttet sind und sagt, oh, verdammt, 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 die Kelche sind leer. Übersieht aber, dass die Kelche mit dem, was da drin war, die Pflanzen hier bewässert und dass die Pflanzen viel besser gedeihen und erblühen aufgrund dessen, was weg ist. Also alten Ballast loslassen, kann man hier sagen. Irgendwas Altes geht zu Ende, irgendwas, wo du denkst so, aber es war mal so dienlich und es war mal so toll und ach, ich weiß nicht und vielleicht könnte ich es ja noch mal gebrauchen, vielleicht sollte ich doch dran festhalten. Und die Karten sagen, es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Du hast alles, was du brauchst. Also befreie dich von irgendeiner alten Last, von irgendeiner alten Ballast. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist es, was hier so belastet, was eben auch den Fluss deines Lebens, deiner Energie stagnieren lässt? Ist es, weil um dich herum alles irgendwie so eng und voll und das drückt dich runter? Also vielleicht geht es darum, einfach mal aufzuräumen, auszumisten, dein Büro aufzuräumen, deine Umgebung, Haus, Hof, wie auch immer, einmal durchsortieren oder weg damit. Vielleicht geht es darum, bestimmte Menschen, die dich runterziehen, auszumisten, weniger Kontakt mit denen zu haben, weil die dich so mit ihren ganzen, was auch immer die da haben, ja, einengen. Vielleicht geht es darum, bestimmte Themen in deinem Leben loszulassen, da einen Haken dran zu machen, dich nicht mehr damit zu beschäftigen, Gewohnheiten, Produkte, die du anbietest, wenn du selbstständig bist, ja, was auch immer, das wirst du selber wahrscheinlich am besten wissen. Was? Vielleicht sind es auch mehrere Sachen, wo du merkst, dass ich hab so schwer. Und eigentlich will ich ja das hier. Ich will Weite, ich will Leichtigkeit, ich will Freiheit im Hirn, im Herzen, ich will einfach mich selbst ausleben und wirken, weil dann ist eben wirklich alles möglich. Und guck mal, wie ähnlich diese Karten sich hier sind. Ich kann das nicht, wenn alles so auf mich in aller Enge auf mich einströmt. Wie soll ich mich befreit ausleben, wenn alles so eng ist? Und guck mal, was es ist, ganz bewusst in dieser Woche, was sich so eng sein lässt, damit du das wirklich dir Zeit nimmst, zu durchdenken, zu durchfühlen, auszusortieren, radikale Schnitte zu machen, weil dann flutscht das Ganze wieder. Dann kommt da eine neue Balance rein, dann kommt da eine neue Leichtigkeit wieder rein. Hatten wir ja schon das Thema. Da kommt dann eine neue Freude, eine neue Hingabe daher. Hingabe ist eh das Thema in dieser Woche, was die Sonnentransit-Energien angeht. Ne? Du kennst ja meine Mondvideos, vielleicht hier auf YouTube zur aktuellen Mondenergie immer, aber ich mache auch Sonnentransit-Energien. Die Sonnentransits sind sehr viel intensiver als die Mondenergien, sehr viel krasser auf die 12. Wenn du da Lust drauf hast, die zu beziehen, den Link dazu findest du hier unten in der Infobox, kriegst du jede Woche eine E-Mail mit der aktuellen Sonnentransit-Energie für 52 € im Jahr. Kannst du auch in Raten zahlen, monatliche Raten, wenn du magst, um dich da mal zu informieren und eben auch mit den entsprechenden Fragen weiterarbeiten zu können an dir und deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und da, lange Rede, kurzer Sinn, da geht es auch um dieses Thema der Hingabe.
Wo mache ich mit, bin aber nicht zu 100% dabei? Wo halte ich an Dingen fest, die mich nicht zu 100% erfüllen? Und es geht da wirklich um so ein Schwarz-Weiß-Denken. Kann es bleiben, muss es weg. Kann es bleiben, muss es weg. Es ist keine Grauzone gerade in dieser Woche. Und das ist auch so ein Reading, das hier mit einhergeht und das wir auch bei drei anderen Sternzeichen hatten vom Thema her. Kann es bleiben oder muss es weg? Wo bin ich vollen Herzens dabei und wo ist es? Ich mag das nicht mehr. Weg damit. Sortiere es aus in einer Radikalität, die dir vielleicht ungewohnt ist, als ne, der Schütze, der ja immer mit großem Herzen unterwegs ist. Aber es macht dich eng, es macht dir das Herz zu. Und ja, können halt nicht zwei Leute auf dem Thron sitzen. Ja, muss man hier echt mal so sagen. Du kannst nicht, es schlagen nicht zwei Herzen in deiner Brust, es ist nur eins. Und entscheide dich dafür, will ich ständig im Kampf leben und in der Verteidigungshaltung sein und kann mich gar nicht eben befreit ausleben, weil so, weil ich ständig dabei bin, gegen irgendwelche Windmühlen anzukämpfen. Oder sage ich mir, nee, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, ist mir wurscht, ich lasse jetzt was hinter mir, weil auch wenn es schmerzlich ist, es ist der größte Befreiungsschlag meines Lebens. Und damit ist dann erst alles möglich. Ich mache reinen Tisch, sehen wir ja auch, reinen Tisch machen, weil damit ist alles ganz anders, neu, viel leichter möglich. Okay, lieber Schütze, spannende Woche. Was haben wir als abschließende Botschaft für dich? Lass los von dem, was du denkst, sein zu müssen und sei einfach nur du selbst. Lass los von dem, wie du denkst, sein zu müssen, agieren zu müssen, handeln zu müssen, was andere von dir erwarten, was richtig wäre. Richtig ist nur so zu sein, wie du bist. Bam, hat mir jetzt sich doch noch eine umgedreht. Du bist verbunden mit dem, was deine Seele sich wirklich wünscht. Also handle dementsprechend, handle jetzt dementsprechend und heiße die Stille in dir willkommen. Es ist Zeit, deiner Seele etwas Erholung zu gönnen. So, das sind die Botschaften diese Woche für dich. Schreib mal gerne rein, was du ausmistest diese Woche, wovon du loslässt und hier in die Kommentare unter dem Video. Und ja, vielleicht ziehst du meine Transit-Energien, wie gesagt, in der Infobox unter dem Video alle Infos dazu. Und ich freue mich ganz doll, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir eine befreite Woche, mutige Entscheidung treffende Woche. Und klick bitte auf Gefällt mir, lass mir einen Kommentar da, wenn es nur ein Smiley, ein Herzchen, eine Sonne ist oder ein Blümchen oder was auch immer. Und abonniere meinen Kanal, denn damit unterstützt du mich hier. Das ist deine Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen und Danke zu sagen. Und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Bis bald, lieber Schütze.